Heute schauen wir uns an, was im Light Seers Tarot für eine Karte für uns fällt. Mal gucken. Okay, wir haben den Mond, die Nummer 18. Der Mond ist die Karte der Fische. Und mit dieser Karte sind einige Dinge noch nicht ganz an die Oberfläche getreten. Man sieht hier auch eine Frau, die unter der Wasseroberfläche ist. Das heißt, sie ist noch nicht ganz da, wo sie hin soll. Sie ist noch ein bisschen im Kokon, noch ein bisschen im Tiefschlaf. Sie ist noch nicht ganz bei den Antworten, die sie gerne hätte. Das heißt, wenn du gerade auf der Suche nach einer Antwort bist, soll ich gehen oder soll ich bleiben oder andere Fragen wie diese, ja? Wenn du gerade auf der Suche nach einer Antwort bist, dann sagt dir diese Karte, du musst noch ein bisschen Geduld haben, weil die Antwort ist einfach noch nicht da. Sie wird ans Licht kommen, ja, aber sie ist jetzt noch nicht beleuchtet. Es ist einfach noch zu viel Dunkelheit um diese Antwort. Man kann noch nicht sagen, was hier die richtige Antwort ist, ja. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, diese Geduld aufzubringen, ja, aber das ist so eine Zeit, wo man sagt, ich muss da jetzt erstmal ein bisschen abtauchen. Ja, ich brauche da jetzt erst einmal ein bisschen Ruhe, weil wenn man sich vorstellt, diese Frau taucht da ab und dann bist du in einem Platz, wo der Schall sich ganz anders verhält. Ja, also die Schallwellen bewegen sich ganz anders zu deinem Ohr. Du fühlst dich da so ein bisschen unter Wasser, auch wie im Uterus, also wie damals, als du total gehalten und genährt warst. Ja, das heißt, du brauchst vielleicht auch eine Zeit, in der du ein bisschen dich zurückziehst, ja, aus der ganzen Action, ein bisschen eine Pause einlegst, damit du einfach in Ruhe warten kannst auf die Antwort, ja. Und wir sehen hier auch diese beiden Wölfe, den schwarzen und den weißen. Da geht es auch um die Frage, welchen Wolf in dir fütterst du denn? Den guten oder den bösen Wolf, ja. Und je nachdem gewinnt halt der ein oder andere zu einer bestimmten Zeit. Das heißt, fütterst du deine positiven oder deine negativen Gedanken? Und das leitet mich gleich über zu meinem Deck mit den positiven Affirmationen. Was kriegen wir da? Wir kriegen I dream big and live fully. Ich träume groß und ich lebe voll. Das heißt, ich lasse es mir nicht nehmen, große Träume zu haben und hohe Ziele. Und ich lebe auch danach. Das heißt, ich lasse mir das auch nicht nehmen. Und das hier ist eigentlich eine wunderbare Kombination, weil wir haben hier mit dem Mond die Nacht und den Traum. Ja, wir sind hier noch nicht bei den Boden der Tatsachen, bei der Realität, sondern wir sind noch im Traumstadium. Das heißt, gewisse Dinge, von denen träumst du. Du träumst vielleicht von einem tollen Job. Du träumst vielleicht von einem Ehepartner. Du träumst vielleicht von einem Kind. Du träumst viele Dinge vielleicht, ja, je nachdem, was für ein Mensch du bist und wo du gerade in deinem Leben stehst. Aber das ist noch nicht da. Da muss man noch ein bisschen weiter träumen. Ja? Das braucht noch ein bisschen Zeit. Das braucht Inkubationszeit, ja? Unterwasserzeit, Ruhezeit, weil gut Ding will Weile haben. Ja? Und jetzt schauen wir noch, wer das Glückskind ist. Glückskind heute der Steinbock. Und die Zahl 11 ist heute unsere Glückszahl, sowie natürlich auch die 18 vom Mond. Ich wünsche euch ein schönes Tagerl. Vergiss nicht, ein Like unter dem Video zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Würde mich freuen, wenn ich dich wiedersehe. Tschüss!